Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Stehe kurz vor dem Aufstieg zu Experte. Zwei Siege brauche ich noch, mal sehen, ob ich noch hinkriege. Welcome to Wir Nova. nehmen jetzt erstmal die Burg. Oh, Schleime sind gut, die nehme ich. Schwein auch nicht schlecht. Gerade für den Moment, wenn ich nicht splitte. Eiersack brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Baum ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir nehmen sie erstmal raus und nehmen den Baum mit. Und dann nach der 10 könnten wir noch rollen. Ja, so machen wir's. So machen wir's. Okay, Blumenstart. Und dann können wir davor noch die anderen Bäume platzieren. Okay, hier ist ein Sarg. Sakura-Blume. Und Lukas fängt den Windfalken an. Der hat Fiesta genommen. Reisen durchgekommen. Normalerweise sind es eigentlich zwei, oder? Naja. Jedenfalls stehen wir kurz vom nächsten. Dass wir dann weiter Richtung Experte gehen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde sogar fast den Baum jetzt schon platzieren. Ja, wir bauen ihn schon mal hin. Dann können wir jetzt nächste Runde schon mal einen Locker reinballern. Okay, ja, da ist immer gleich eine Turtle reingekriegt. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Na, hält er sich zu sehr? Ja, er hat sich zu sehr geheilt. Schade. Die Schleime wurden übrigens gebufft nach dem letzten Update. Das heißt, sie können ein bisschen stärker sein, auch nicht schlecht. Ich bleibe erstmal bei Autosend und King Upgrades, dass wir unseren kleinen Lead erwirtschaften. Okay, Goldwerfer, aber der Sarg fängt viel ab. Das heißt, wir müssen erst auf den Sarg gehen und dann den Goldwerfer. Ich habe auf jeden Fall abgewehrt. Sehr wichtig. Ich kann Worker holen. Nicht vergessen. Dann werde ich jetzt die Katze hinstellen. Oder sind wir ganz gut aufgestellt? Da habe ich von jedem was da. Zack. Diese komischen Ratten. Ich hasse die. Ja, komm. Wir stellen zwei Ratten hin. Was soll's? Okay. Aber Lukas hat ausgemacht den Autosend. Da bin ich auch dabei. Ich schaff's hier auf jeden Fall. Gar kein Thema. Blume hält gut aus. Oh, sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Da hat der eine schon übelst viel verkackt.
Es ist ein unglaublicher Lead, den wir von Anfang an schon kriegen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Oh, im besten Fall kackt der noch ab. Sehr gut. Ja, auf 6 kann ich auch gut schicken. So, wir könnten jetzt noch eine zweite Blume platzieren. Und dann haben wir hier immer gemischt zwischen Arkane Verteidigung, natürliche Verteidigung. Super gut. Können wir noch so eine scheiß Ratte hinstellen. So, da muss ich mal gucken. Stich ist nicht schlecht. Aber ich brauche magischen Schaden mit da rein. Oh, das ist gut. Sehr wenig durchgekommen. Hier hat er auch so schon verkackt. Wenn ich noch die zwei Robos reinhaue, er hat ja auch gesammelt. Das ist der andere. Dann sieht das schon sehr, sehr gut aus für uns. Wir haben schon einen guten Deal für den Anfang bekommen. Jetzt gehen wir natürlich auch weiter auf die Bäume. Den werde ich hier hinstellen. Und dann packe ich einfach noch 3 Stacks in die Katze. Was kriegen wir noch zusammen? Nichts mehr, nur die Schnecke. Aber die macht auch schon was aus. Gerade die 3 Harpien und die Masken, die bringt für die Steinhauer so gut wie gar nicht. Der sammelt immer noch. Das heißt, nächste Runde Katzen aufbauen. Jünger. Hm. Der blockt auf jeden Fall ganz gut weg. Aber ich könnte trotzdem noch durchkommen. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Beide verkackt. 3 Steinhauer sind durchgekommen. Das bringt uns echt viel. Für mich heißt es jetzt nur meine Katze aufwerten. Und zwar nicht die, die hier im Körbchen liegt, sondern die im Game. Unheimlich wichtig. Ich könnte den Schleim upgraden und den Rest in die Katze packen. So. Weil der wird jetzt einen dicken Send machen. Der hat übelst lange gesammelt, um mir jetzt zu schicken. Weil er meine Blumen down sehen will. So, wirklich viel Damage habe ich nicht. Das sind alles mehr so Tanks. Immer noch nicht. Dann muss er mir jetzt auf 8 reinschicken. Ja, der wird mir ordentlich reinschicken. Das ist ja gut, wenn Amon Lukas für mich hält. Ist das super. Ich glaube, da kann ich nicht gegen anstinken. Zumindest nicht für den Moment. Weil der hat so lange gesammelt. Das sieht nicht gut aus. Da platziere ich lieber 2 Katzen mehr und mache 1 Deck rein. Das ist mir wichtiger als wenn ich jetzt noch mehr Sticks in die eine Kasse reinpacke. Oh, weil der Unterschied ist dann schon enorm, weil die soll alles blocken. Alter, 340. Das ist heftig.
Holy shit. Das ist wirklich heftig. Ah, scheiße. Schattentänzer gebaut. Ich habe getan, was ich konnte. Aber da konnte ich nichts mehr machen. Das ist auch durch, sehr schön. Ja, jetzt heißt es Worker aufbauen. Ich bin für die Rave schon abgesichert. Gucken wir mal. Auf 10 schicken wir. Drache mit rein. Eventuell noch eine Brut mit rein. Ja, klingt gut. Oh, Millennium ist gut. Millennium und Schattentänzer. Beide stark. Blume raus. Millennium rein. Mit Blut kriege ich noch durch. Gar kein Problem. So, Blut geht noch raus. Lemmium ist drin. Mein Plan war sowieso zu rollen. Theoretisch erst nach der 10, aber so können wir natürlich. Oh, holy shit. Alle 4 durch und halbes Leben. Schon verrückt. Der doch minus 200, während meiner plus hat. Mach mal Autosend an. Wir machen Schwein rein. Und wir können noch 2 Sticks reinpacken. Ja, wir machen das Schwein dick. Alle anderen machen kaum Sinn. Riesenschnecken wollte ich jetzt nicht nehmen. Und das Robuswort finde ich auch nicht so geil. Da hat er wieder so einen Typen geschickt. Aber ich glaube, diesmal performe ich besser. Das Schwein hat ihm ganz schön gegeben. Ja, sieht gut aus. Die haben sich nochmal aufgespalten, die Schleime. Die halten übelst lange. Sehr schön. Alles geblockt. So geht das, Junge. Das tut? Holy shit. Yes, my lord. Auf Tour. Wir können Worker nachrüsten ohne Ende. Mach noch ein Stack in die Katze rein und Schluss. Ach du Kacke. Krass. So schnell kriegt man seine Worker zusammen. Übelst viele Ratten.
Eine Hexe wäre gut, na? Auf der Magic Wave muss ich was anderes schicken. Centaur. Centaur wäre eine gute Variante. Ah, wird mir sogar noch gelobt vom Expertenspieler. Es geht runter wie Öl. Ja, ich habe auch in den letzten Monaten, muss man schon sagen, extrem viel dazu gelernt. So, ich habe das Game natürlich schon gespielt, als ich, also in Season 1 damals, da bin ich Silber gewesen. Aber jetzt habe ich ja wieder angefangen. Deswegen war mir das alles schon nicht ganz so fremd. Aber es steckt ja doch schon echt viel dahinter, muss man sagen, in diesem Game. Und es ist nicht einfach mal so, zack, und man kann das, sondern viele kleine Feinheiten, die man dann immer dazu lernt. Und da muss ich mich auch mal selbst loben. Das habe ich sehr gut gemacht. Er hat overbildet. Wir hauen uns den Tower rein. Die kleinen Scheißviecher. Dann kriegen wir vielleicht noch einen Ogre zusammen oder sowas. Oder Kanonenschützin. Wie gesagt, Hexe wäre sinnvoll gegen die Scheißratten, aber in dem Moment jetzt erstmal nicht so. Millennium aufbauen. Ich habe gute Tanks. Die bomben alles weg. Ihn habe ich dann noch. Mol kriegt man noch rein. Centaur unglaublich gut auch gegen die Gebieterin. Der musste einfach sein. Gucken wir uns das drüben mal an. Fürst des Todes. Der Centaur, der haut ja alles kurz und klein. Die hält natürlich übelst viel aus. Das wird er blocken. Ja, aber hier ist übelst viel durchgekommen. Krasser Millennium-Skin. Oder Weltenzerstörer-Skin ist es ja schon. Upgraded. Ich muss ja auch ein paar Skins zulegen. Gerade für den Fürst des Todes brauche ich das unbedingt. So. Machen hier ein paar Upgrades. Ich würde noch die zwei Schleime platzieren. Und dann ist gut. Das heißt, auf 17 hauen wir richtig rein. Das ist auch genau die Wave, die ich brauche. Da kann ich Hexen reinschicken. Aber hier sind auch gute Einheiten. Also richtig stark Vulkankanone. Der Phönix. Wirklich krass. Jetzt fangen sie an zu sammeln. Das heißt, jetzt werde ich einen Schattentensor platzieren. Das ist für die nächsten beiden Waves richtig gut. Und selbst für die 18 ist er gut, weil seine Klone magischen Schaden machen. Ich gehe immer auf Flower Power. Immer. Wann habe ich denn schon mal eine Blume abgelehnt? Eigentlich nie. Wir könnten trotzdem eine Belagerungsmaschine mit reinpacken, rein theoretisch. Aber ich glaube, ich gehe auf Hexen, also zumindest eine. Jetzt haben die ihren dicken Cent verpulvert.
Ah ja, ich mach schon. Wir hauen das rein, eine Hexe. Dann habe ich erstmal alles drin, ne? Hab nicht alles abgewehrt, aber trotzdem sehr gut. Er hat sogar gehalten. Junge, Junge, Junge. Das ist gut. So, wir werten das Schwein auf. Die Bäume haben wir noch gar nicht aufgewertet, aber ich werde hier trotzdem noch einen platzieren. Und dann kann ich noch ein Stack reinpacken. Ja, ein Ogre würde schon noch Sinn machen, das schaffe ich aber nicht. Ich könnte noch mit dem Drachen gehen. Den kriege ich noch rein. Dann hole ich aber keine Schnecke. Ja, Voreis. Ich weiß nicht. Ja, okay, für das Schwein auf jeden Fall. Ja gut, ich habe mich für die Hexe entschieden wegen den Ratten. Aber es waren jetzt nicht so viele, das hätte ich vielleicht vernachlässigen können. Den kleinen Kram. Ah, der hält aber auch fast alles, ne? Na, wird eng, aber wir kommen durch. Wir kommen durch. Boah, der hat einfach die Backline weggeballert. Ja, ist schon nicht einfach gegen ihn. Das muss man schon zugeben. Wir machen jetzt. Wir werten jetzt ihn auf. Zweimal. Und den Schleim. Ja, die Gebieterin ist wirklich fett. Aber doch so viel Kleinscheiß, ne? Schwein hat er auch noch. Hm. Ja, aber den Fehler mache ich nicht nochmal. Da schicke ich jetzt Voreis rein. Aber der hatte halt auch, ne? Der hatte halt übelst viel gebaut. Einen Kragen kriege ich bestimmt noch raus. Das war jetzt hier meine schwache Wave. Perfekt, da habe ich den Kraken noch rausgekriegt und ich habe es sogar noch gehalten. Krasser Shit. So, wir können jetzt. Ja, noch ein Schwein bauen, ne? Wir bauen noch ein Schwein. Und noch ein Schwein. Hm. Dann habe ich nicht so viel zur Auswahl. Wir können noch zwei Dinos reinpacken. Das geht noch aus. Der Packleader weiß ich jetzt nicht. Hätte vielleicht auch noch was gebracht für die ersten paar Sekunden. Aber so wirklich schnell down, der Kraken. Ja, sieht besser aus. Sieht besser aus als letzte Runde. Huch. Ja, der noch down. Die zwei kriegt man nicht mehr. Er hat noch Drachengold. Aber hier ist noch übelst viel durchgekommen und ist vorbei. Sehr schön.
Victory. Ja, es geht immer weiter hoch. Geile Sache. Das war das mal für heute mit Legion DD2. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion DD2. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.